Depressive Phasen hat jeder, egal wie weit du entwickelt bist. Ich weiß, dass es da draußen einige Leute gibt, die denken, wenn jemand in irgendetwas ausgebildet ist, ob es ein Psychotherapeut ist, ob es ein Coach ist, ob das jemand ist, der sich sehr gut mit dem Manifestieren auskennt, mit Schwingung auskennt, dann darf er keine depressiven Phasen haben, weil er hat sich ja dann im Griff. Welcher Mensch hat all seine Emotionen im Griff? Und im Griff haben ist ja auch schon mal so ein Anzeichen, dass man eher versteift ist, dass man eher gar nichts im Griff hat. Weil Emotionen hat man nicht im Griff. Emotionen sind da und wollen fließen. Genauso wie Umstände im Außen oft da sind, auf die du reagieren kannst. Je nachdem natürlich. Also wenn plötzlich jemand stirbt oder wenn plötzlich sich jemand trennt oder wenn du eine Auseinandersetzung hast mit deinem Chef, kannst du in dem Moment nicht deine Emotionen kontrollieren und glücklich sein. Das wäre fake. Deswegen, wenn ich depressive Phasen habe, gibt es ein paar Sachen, die ich mache, die mir helfen, besser mit der Situation umzugehen. Und eins vorweg, allein das Wissen, dass nichts für ewig bleibt, allein das Wissen, dass depressive Phasen zum Leben dazugehören und auch, dass auch diese vorbeigehen, helfen mir, besser mit der Situation umgehen zu können. Also im ersten Schritt, was mir hilft, ist, jetzt nervt's, ich weiß, es hängt euch und mir auch langsam wahrscheinlich zum Hals raus, Dankbarkeit. Jeden Morgen mit einer Dankbarkeitsübung aufzuwachen. Wenn ihr eine Dankbarkeitsmeditation haben wollt, werde ich gerne für euch eine aufnehmen und unter diesem Video verlinken. Gebt mir dafür gerne einen Daumen nach oben da, damit tut ihr auch meinem Kanal einen Gefallen. Dankbarkeit, darauf fokussieren, für was ich wirklich dankbar bin. Ne? Wenn es depressive Phasen gibt, dann ist der Fokus eher auf das, was gerade schlecht läuft. Und mit der Dankbarkeit stärke ich meine Absicht, mich auf das Positive zu fokussieren. Und es gibt immer irgendetwas Positives. Ich meine, wir leben in Deutschland. Ja, egal, was wir sagen wollen. In Europa geht es uns dann doch besser als in all den anderen Drittländern in der Regel. Wenn ich morgens aufwache und spüre, dass ich schon genervt bin und gar keinen Bock habe auf diesen Tag, dann fühle ich in meinen Körper rein. Ich fühle einfach, was ist gerade da. Und manchmal fühlt sich das einfach nur taub und leer an. Dann bleibe ich mit der Taubheit und mit der Leere. Und in der Regel, wenn ich mir echt so 1, 2, 3 Minuten, man braucht gar nicht so viel, 3 Minuten Zeit nehme, spüre ich dann mein Herz, spüre meinen Hals, spüre meinen Nacken. Bleibe mit all den Wahrnehmungen. Ich spüre manchmal auch meine Waden, wie die verkrampft sind, oder meine Schenkel, wie schwer sie sich fühlen, oder meine Füße, die müde sind vom gestrigen Tag, weil ich so viel gestanden habe. Und alleine mit dieser Wahrnehmung wertschätze ich mich und meinen Körper, weil ich wahrnehme, was ist. Und ihr kennt das ja auch bei uns im Alltag, wenn du müde und erschöpft bist und jemand zu dir schaut und sagt, bist müde, gell? War anstrengend für dich. Das tut gut, diese Anerkennung zu bekommen. Aber diese Anerkennung geben wir uns selbst selten. Und umso achtsamer ich in mich reinfühle, desto mehr fühlt sich mein Inneres von mir anerkannt und wertgeschätzt. Und dieser Aspekt ist in der Arbeit, in der Therapie mit Patienten ein ganz wichtiger Aspekt, in Verbindung mit sich selbst zu kommen und zu fühlen, was in einem vorgeht. Ein weiterer Punkt ist genug schlafen. Also wenn ich mich depressiv fühle, schaue ich, sag mal, hast du zu wenig Schlaf? Und oft ist es wirklich so, dass ich einfach zu wenig Schlaf habe oder gegen Mitternacht ins Bett gehe. Und es ist so wichtig, dass wir diese Tiefschlafphasen haben und am besten vor 22 Uhr ins Bett gehen. Ich sage das jetzt hier so großkotz und schaffe das selbst nicht immer, um 22 Uhr ins Bett zu gehen oder vor 22 Uhr. Und dann haben wir viel zu wenige Tiefschlafphasen. Was passiert denn in diesen Tiefschlafphasen? Wir regenerieren und stehen erholter auf. Und wenn wir zu wenige Tiefschlafphasen haben... Der Schlaf vor Mitternacht soll besonders wichtig für die Regeneration sein. Wunden und Verletzungen heilen. Das Immunsystem wird gestärkt. Erlebnisse werden verarbeitet. Erinnerungen und das, was man so gelernt hat am Tag, werden gefestigt. Unterbewusst werden sogar Entscheidungen gefällt. Schlafmangel hat einen enorm negativen Einfluss auf die Stimmung. Bewegung. Bewegung hat auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Stimmung. Wenn ich den ganzen Tag verkrampft am Schreibtisch sitze, dann im Auto nach Hause hetze und dann schnell was koche oder mir eine Pizza in den Ofen schiebe und fernsehe und wieder da sitze, kann sich meine Stimmung nicht wirklich verbessern, weil ich die ganze Zeit in einer bestimmten Haltung bin und nichts fließen lasse, was in meinem Körper gerade ist. Wenn du den ganzen Tag hektisch deiner Arbeit nachgehst oder viel sitzt, ist dein Körper oft erstarrt und dankt es dir dann mit Nackenverspannung und Rückenschmerzen. Die Frage ist hier, gibt es einen Sport, der dir Spaß macht? Und wenn du sagst, ey, ich habe echt keine Zeit für Sport, sag mal, wirklich, ich habe keine Zeit für Sport, wann denn? Dann
gibt es einen Spaziergang, den du vielleicht machen kannst, 5 Minuten um deinen Block herum. Abends oder wenn du nach Hause kommst, bevor du direkt heimgehst, 5 Minuten einen kleinen Rundgang machen und dabei die Arme schütteln, nach oben, nach unten, ausatmen, gähnen, wirklich den Körper bewegen, deinem Körper Ausdruck verleihen, deiner Stimmung Ausdruck verleihen, indem du gähnst, indem du Töne machst, ankommst, wirklich in deinem Körper ankommst und raus aus dem Verstand, der einen dazu führt, depressive Verstimmungen nur noch mehr zu verstärken.